Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Cyberpunk. Ja, wir sind weiterhin fleißig dabei, unsere Aufträge zu machen. Am Ende des letzten Parts haben wir Nigel vor der Polizei gerettet, so ein Konzernertyp, und wir waren einfach wieder freundlich. Er musste uns nichts bezahlen und wir haben ihn einfach so ja, gehen lassen. Ich habe jetzt gerade eben nochmal im Off ein paar Sachen verkauft, deswegen haben wir an einer anderen Stelle gestartet. Das war nur ein paar Meter weiter. Und jetzt ist der Plan, in den Digi-Twister zu gehen. Den Auftrag haben wir ja im Buch. Hallo, geht's euch gut? Sie sieht betrunken aus. Ah, sie kotzt, okay. Handel, nicht reden. Ja, ja, in den Digi-Twister zu kommen. Und da die Sammlung zu holen. Ich werde jetzt hier nochmal speichern. Ich habe gerade das zuletzt vorm Verkauf gespeichert. Und dann werde ich auch hier testen, ob wir da einfach so reinkommen. Weil manchmal ist es ja gar nicht so schlimm. Da denken die ja von uns nichts. Aber ich bin noch auf dieser Liste, ne? Die werden mich wahrscheinlich hassen, tatsächlich. Okay. Ja, ich glaube, ich werde da noch ein Problem bekommen, da reinzukommen aktuell. Also einfach so rein zu marschieren, weil wir da noch 7 Minuten irgendwas auf deren ganz grandioser Liste stehen, würde ich gerade sagen. Oder ist das von meinem... Ne, das ist, glaube ich, von denen, ne? Ja, ja. Wir gucken mal. Ob wir hintenrum auch irgendwie reinkommen. Da ist noch was, was wir mitnehmen können. Checko. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Kann ich hier... Ich will hier rüber. Kann ich nicht, okay. Gut, dann gehen wir mal hier rum. Und gucken mal. Weil wir sollen da ja noch so ein paar Sachen mitnehmen, die er da hinten bei sich versteckt hat. Okay, hier sind tatsächlich auch noch welche. Okay, also sollte ich mich hier vielleicht auch nicht unbedingt... Ja, alles klar. Okay. Hier komme ich nicht weiter. Okay, also die sind hier überall. Das Problem ist halt, dass die auf mich aufmerksam sind. Ich gucke mal, ob wir vielleicht irgendwas machen können in der Zwischenzeit, um dass das ein bisschen abklingt. Oh, ich hätte gerne noch so eine Tarotkarte. Da, dann lass uns doch die Tarotkarte nochmal eben schnell mitnehmen. Dann haben wir vielleicht, dann klingt es vielleicht in der Zeit ab. Und wir haben dann nicht mehr so ein Problem, dass die uns direkt hassen. und ich da vielleicht einfach so reinspazieren kann. Manchmal muss man sich das halt einfach so ein bisschen basteln. Das ist jetzt mein... Wir testen das jetzt halt, wie gesagt, mal aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, hier ist irgendwo die Tarotkarte. Da drinnen anscheinend. Huch. Es hakt immer so ein bisschen, wenn es separat speichert. Ist es vielleicht auf der Tür? Ne, ist hier drin. Verlassenes Wohngebäude. Okay. Vielleicht finden wir hier so ein paar nette Kleinigkeiten. Aber hier können wir zum Beispiel... ne, kann ich nicht. Okay. Verlassene Gebäude sind natürlich richtig nice. Aber die Frage ist halt, ob hier noch doch ein bisschen was ist hier noch. Da ist zum Beispiel was. Okay. Komme ich nicht raus. Okay, das heißt, wir müssen hoch. Nochmal hoch. Oh, es ist so duster. Tatsächlich. Also ich sehe fast genauso wenig wie ihr. Ich werde jetzt einmal kurz noch... Huch, nein, stopp. Die Gamma-Korrektur kurz machen. Ah, es wird zu dunkel. Ich guck mal, ob das so besser ist. Ja, für euch jetzt auch nicht so wirklich tatsächlich, glaube ich. Für mich ist es schon besser. Ich finde es halt immer so schwierig, da irgendwie die Waage zu halten. Ich mache es jetzt nochmal so. Hm.
Das Problem ist halt, so ist es für mich halt schon ziemlich, ziemlich hell. So seht ihr aber zumindest mal ein bisschen was. Ich guck mal, ob wir noch mal ein Stück, ob wir da irgendwo so einen Zwischenweg finden. Naja, vielleicht so. Wir testen das mal. Also für mich ist es halt schon ziemlich hell. Ich denke, wir testen das mal, ob das so für uns alle einigermaßen funktioniert. Ich komme hier wahrscheinlich auch nirgendwo rein, ne? Doch, da. Gott, es ist finster. Okay, da komme ich also nicht ran. Die, da komme ich auch nicht rein. Also ich würde es, ich teste mich hier gerade gerne mal so ein bisschen durch. Ich meine, das ist ein verlassenes Gebäude. Vielleicht findet man ja doch noch ein bisschen was. Die ist verschlossen. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. So, ich hoffe, das geht jetzt so von der Helligkeit für euch. Wie gesagt, für mich ist es jetzt schon fast ein Tick zu hell, aber es wäre natürlich blöd, wenn ihr halt einfach gar nichts seht. Na, passt das hier oder muss ich noch einen hoch? Ne, sieht gut aus, ne? Ja, da ist es. Sehr schön, die hohe Priesterin. Okay, und wir haben die Trophäe der wandelnden Nah erhalten. Haben wir sie jetzt tatsächlich alle? Ich guck mal kurz ins Journal. Fool on the Hill, wo ist es denn? Ja, tatsächlich haben wir sie wohl alle. Vielleicht kannst du bei diesen abgefahrenen Bildern ja wirklich deinen Augen trauen. Vielleicht hat der Biochip dein Hirn auch schon ins Scoop verwandelt. Naja, in dem Fall solltest du diese Symbole auf dem Grund gehen. Die tauchen echt an seltsamen Orten auf. Wenn ich du wäre, würde ich mal mit Victor und diesem Chakra-Tante darüber reden. Ja, das wäre tatsächlich jetzt auch meine Idee, da mit Misty mal zu quatschen. Weil jetzt haben wir sie ja alle zusammen. Das war anscheinend die letzte, die uns noch gefehlt hat. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass wir da nur noch eine brauchten, dass wir die anderen schon zusammengesammelt hatten. Das ist halt, wenn man dann selber manchmal irgendwie den Überblick verliert. Jetzt müsste man mal, wenn ich jetzt mit Misty reden möchte. Wo ist sie denn? Sie war hier oben irgendwo, ne? Kommt, wir machen das jetzt vorher mal. Wir sprechen mal mit Misty. Und kümmern uns dann um das Diggi-Twister. Weil ich will jetzt wissen, wir haben da jetzt so lange schon diese Quest mit den Tarotkarten. Und jetzt bin ich tatsächlich einfach zu neugierig und möchte das halt wirklich jetzt unbedingt rausfinden, was da Phase ist. Deswegen machen wir das jetzt einmal. Auch wenn ich diese Nebenmission eigentlich erst machen wollte, nachdem die Aufträge durch sind. Aber da wir jetzt die letzte Tarotkarte haben und ich oben den Zähler auch noch abklingen lassen möchte, finde ich, bietet sich das gerade an. Und manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich spontan anders entscheidet. Wer weiß, wozu das gut ist. Und ich bin jetzt auch einfach echt neugierig. Wir jagen diesen Tarotkarten jetzt ja schon so lange hinterher. Und dann würde ich sagen, können wir... jetzt bin ich an der... Bin ich an der Straße vorbeigeschlittert. Ich habe die gar nicht wahrgenommen. Kann sein, dass hier ein bisschen nasser ist. Weiß nicht. Fährt sich gerade ein bisschen anders hier drüben. Aber egal. Genau, dass wir da... Ich bin da echt neugierig. Und ich möchte gerne wissen, was da jetzt Phase ist. Wie gesagt, wir gucken mal, was wir hier rauskriegen. Oh, ich bin gespannt, was sie uns da zu erzählen hat. Weil ich warte ja auch immer noch darauf, dass da unten dieses eine Feld quasi bei unserem Skillbaum, wollte ich gerade sagen, das ist ja immer noch leer. Das ist ja eine Relic-Geschichte. Vielleicht hat das ja was da damit zu tun. Ich sollte mehr bremsen und oh Gott, ich kann gerade absolut gar nicht mehr fahren. Hallo, was mache ich denn hier? Okay, es wird gerade einfach nichts. Hier, wieso fahrt ihr denn alle ohne Licht? Ihr solltet alle mit Licht fahren, dann sieht man euch auch. Ja, gucken wir mal, was wir das hier hinkriegen. Gott! Ich benehme mich wie der erste Mensch. Kann ich stoppen? Hier sieht die Straße komisch aus. Okay, ich muss hier mal irgendwo parken. Kann ich hier nicht irgendwo parken?
ich fahre hier einfach rein. So, egal. Kommen wir rein. Hier war ja irgendwo da, war ein Parkplatz. Ja, genau. Also ich weiß nicht, ob das ein Parkplatz ist, aber ich habe mir das jetzt einfach so gemerkt vom Anfang, dass das ein Parkplatz ist. So. Und dann gehen wir jetzt mal zu Misty. Hallo, geht doch mal alle aus dem Weg, bitte. Oh, unser Prediger. Ach nee, ist der Netrunner, ne? So, Misty, erzähl mir mal. Ich habe mehr von diesen abgedrehten Wandbildern gesehen. Ergeben sie jetzt Sinn? Irgendein Zusammenhang? Alles nur ein paar Tarotkarten. Mein Gehirn ist wahrscheinlich völlig hinüber. Das Tarot erzählt von der Reise des Narren. Zeig mir, was du gefunden hast, und ich sage dir, was fehlt. Hier. Es fehlen noch zwei Arkana. Das Gericht und der Teufel. Sie müssen mit einem Wendepunkt in deinem Leben zusammenhängen. Einer, der bald bevorsteht. Was bedeutet das Gericht? Eine mögliche Zukunft. Erlösung, Übergang, Erwachen. Der Engel mit dem Horn steht für das Ende einer Ära und symbolisiert einen Neuanfang, eine Wiedergeburt. Okay. Dem Teufel will ich lieber nicht begegnen. Der kann nichts Gutes verheißen. Es ist die Karte der innersten, unentdeckten Gelüste, aber auch dem Willen zu überleben. Hm, das klingt gar nicht so schlecht. Er steht auch für eine falsche Welt. Eine Falle, die diese Gelüste dir stellen. Huch, wieso wandern wir? Bleib stehen. Was ist mit dem wandernden Narren? Der Narr, das sind du und Silverhand. Ihr habt einen langen Weg zurückgelegt und eure Stärken erkannt. Und wohin gehen wir? Euer Ziel ist die Welt, das letzte Arcanum. Ihr habt beide im Krieg mit der Welt gelegen, also gibt es zwei Möglichkeiten. Siegen oder Frieden schließen. Man könnte auch verlieren. Ja, das ist wahr. Leider. Okay. Danke. Hab zwar nichts verstanden, aber danke. Du wirst es verstehen, wenn die Zeit kommt. Ich kann nicht alles erklären. Das Tarot sagt nur, dass du die Welt auf einem von vier Wegen erreichst. Das heißt? Der letzte Teil der Reise führt durch die Sonne, den Stern, Mäßigkeit oder den Teufel. Vielleicht sterbe ich vorher, ohne anzukommen. Komm schon, das würdest du nicht zulassen. Nimm das. Mehr kann ich nicht tun. Viel Glück, Vee. Egal welchen Weg du einschlägst. Okay, so, was haben wir jetzt bekommen? Das sah aus wie so ein... Habe ich das bei mir? Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Das sah aus wie so ein... Wie so ein Traumfänger oder so. Okay, cool. Dann haben wir die Reise des Narren erledigt. Perfectly. So, war das jetzt hier? Das war der Auftragskiller. Da war das, ne? Genau, Dicky Twister. Ich würde sagen, dann, obwohl eigentlich können wir ja auch was machen, was dichter dran ist, ne? Nochmal hier. Ich behalte mal die Mission offen. Eigentlich können wir ja auch was machen, was dichter dran ist. Unentdeckte Gefahr hoch, ne? Ja, obwohl. Es ist auch schwierig, sich zu entscheiden. Ne, wir machen den Dicky Twister. Ich hatte das ja nun schon vorher vor und dann werden wir den Dicky Twister auch jetzt machen. So. Bums Ende. Das tun wir. Ach, ist das nicht hier, wo auch der Samurai-Typ war? Ist das hier dieselbe Ecke? Ja, doch, da unten ist er. Irgendwo, glaube ich. Ich glaube, das ist die Ecke. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Achso, ich muss da durch. Ah, völlig Banane, echt, ey. Also zwischendrin verzweifle ich auch einfach an mir selbst. So, Motorrad, komm ran auf den Meter. Ich brauch dich. So, da ist es ja. Alter, es überschlägt sich auch immer. Also es rastet auch gefühlt von Mal zu Mal mehr aus, ne? Ist euch das auch aufgefallen? Ich glaube, es rastet mehr aus. So. Wir drehen einmal. Also, da hat sich ja schon fast überschlagen. Ich warte eigentlich noch drauf, dass sich das hier nochmal irgendwie überschlägt, wenn es vor uns bremst.
Mal gucken. Vielleicht schafft es das ja irgendwann noch. So. Okay. Dann geht's jetzt auf zum Digi-Twister. Ist eigentlich sagt der Name ja auch schon direkt, was das für eine Bar ist. Das ist Digi-Twister. Ich glaube, das Gegenstück dazu wäre ein Titty-Twister. Zumindest glaube ich, müsste, also denke ich. Ist auch das, was ich zumindest schon mal gehört habe. Weil alles andere hört sich, glaube ich, auch all an. Und dann ist aber ganz klar, wer sich angesprochen fühlen sollte bei dem Namen. Ne? Und dann pick. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der Club aussieht und vor allen Dingen, ob wir da jetzt auch so einfach reinkommen als Frau, weil es soll ja eine Schwulenkneipe sein oder eine Schwulenbar. Ob die uns da dann als Frau einfach so, oh, man sollte nicht so wild lenken, als Frau einfach so reinlassen, keine Ahnung, aber vielleicht wollen wir uns ja auch Männer angucken. Wir sind gespannt. Ich werde das auf jeden Fall testen. Upsi. Hallo. Entschuldigung, können Sie nicht bitte einfach sich bewegen? Na gut, dann fahren wir jetzt hier mal so rum. Ich speichere mal und teste das einfach mal, dass wir da direkt drauf fahren. So. Spiel speichern. Ja. Und dann fahren wir da jetzt einfach mal rauf. Gucken, was sie sagen. Ob ich da parken darf oder nicht? Ich würde hier gerne parken. Darf ich hier parken? Also? Glocke. Ja, bisher scheint das ja nicht so das Problem zu sein, ne? Ja, anscheinend darf ich da einfach so rein. Chico. Okay, okay. Oh. Frankfurt ist nicht umsonst. Oh, entschuldige. Aber ich soll hier was reparieren. Bin hier, um das Soundsystem zu fixen. Die integrierten Subwoofer bringen den Laden zum Einsturz. Du stehst nicht auf der Liste. Kannst gerne deinen Chef anrufen und fragen. Aber ich arbeite auf Zeit, also denk dran. Zeit ist Geld. Schon gut. Geh rein. Danke. Okay, so, dann gucken wir mal. All dem Rumgesetzte kriegst du nichts als Hippori. Yay! Habt Spaß, tanzt. Okay, die sollten wir schnell ausschalten. Okay. So, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Kann ich das da mitnehmen? Nee, okay, da komme ich nicht ran. Ich lasse erstmal alles links liegen, was so außerhalb meiner Reichweite ist. Komm schon raus! Okay, hier ist auf jeden Fall noch eine Kamera. Die lenken wir am besten damit mal ab. Die Kameras müssen wir. Das breachen wir am besten mal, dass wir die Kameras mit ausschalten können. So, 55, 7 Alpha B, D, ja. Da und 7 Alpha 55, perfekt. Oh nö, hier kommen. Oh, wir könnten jetzt ja mal unsere. Oh, ich will hier. Ist das Esto te pasa por meterte con los dinos. Ah toll, das hat ja hier richtig gut funktioniert. Okay, also nicht so richtig. Aber in die Beine schießen ist halt schon irgendwie lustig. Na komm her.
Ich muss ja ein paar mehr von den Dingern reinballern. Moment. Wir tauschen hier auch nochmal unsere Granaten. Okay. Was? Es redet. So, hier einmal zack und einmal verstehen. Nein! Och, Mano! Okay, ich muss es mit der alten Schlaue anstellen. Einigen wir uns darauf. Ich muss es mit der alten Schlaue anstellen. Okay. Vielleicht sollte ich mich schon direkt um die Kameras kümmern am Anfang. Wenn ich da rein kann, dass ich quasi, also ich glaube, das zu sagen mit hier, also bevor ich bezahle, ich bin hier der Techniker, das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Allerdings sollte ich mich vielleicht direkt vorher um die Kameras einmal kümmern. Dann habe ich da nachher nicht so das Problem. Und dann sollte ich vielleicht auch in diesem Raum tatsächlich an den Rechner gehen, dass ich da vielleicht die Systeme ausschalten kann. Weiß ich ja auch eigentlich. Ich weiß aber auch nicht, warum ich es nicht getan habe. Ich ärgere mich. So. Guti gut. So, einmal kurz Pause. Okay. So, dann probieren wir es jetzt nochmal so. Na, jetzt muss ich die Kamera, die habe ich nämlich nicht ausgeschaltet. Schnell, die sieht mich gar nicht. Gar nicht da. Oh shit, jetzt habe ich mir das Problem schon wieder gebaut, ey. Es kann doch nicht sein. Aber eigentlich dürften sie mich hier nicht sehen. So, dann gehen wir jetzt hier einmal an den Rechner. Oh, ich muss unbedingt meine Tech-Fähigkeit weiter ausbauen, weil sonst komme ich hier nämlich nicht rein. Oh ja. Herzlichen Dank. Ja komm, dann bringt mich um. Okay, so, jetzt machen wir es mal anders. Ich guck erstmal, aber ich glaube, hier komme ich so nicht rein, ne? Ja, ich habe es mir schon fast gedacht, aber wir können zumindest vielleicht mal hier die Nachrichten lesen. Okay, ein gewisser Konzerner betrat eins nach das Netz, als ein plötzlich Sturm roter Dämon. Oh, was für eine Geschichte. Habe ich gar keinen Bock drauf. Okay, so. Die Frage ist jetzt. Ich müsste sie tatsächlich einmal eben schnell nochmal ablenken. Hey! Hey, pinche Rata! Dass ich die blöde Kamera hier loswerde. So, da müssen wir die nämlich eben noch einmal schnell ausschalten. So. 1C geht hier nicht mit 7 Alpha. Also müssen wir irgendwie. Nicht hier E9 BD, BDR. Machen wir das erstmal so. Das ist mir gerade das Wichtigste, dass ich die Kamera ausschalte.
Aber das kriegen wir auch noch hin. Perfekt. Ah, oh Mann. Ich war zu langsam. So ein Scheiß. Da ist ja noch eine Kamera. Umpolen. So, du kommst jetzt hier einmal mit. Dann werfe ich dich jetzt einmal weg. So, und in der Hoffnung, dass das da jetzt gerade keinen interessiert, gehen wir jetzt einfach. Oh, nee, da ist noch nicht jetzt einer. Hallo, Valentinos! Ja, genau. So, ihr seid ausgeschaltet. Ausschalten. Ja, das passiert sonst nie, oder was? Oh, ich habe hier schon wieder massive... Ah, oh, das ist doch schon wieder zum Kotzen. Irgendwas ist doch hier schon wieder all. So, hier, ausschalten. Ja. Ich krieg die Krise, Leute. Was soll das denn heute? Mann, das ärgert mich gerade. Es ärgert mich wie Sau. Was ist das denn? Ich bin zu blöd. Okay, wir machen das jetzt einfach anders. Die alte wird einfach mal ganz kurz überhitzt. Okay, also das hat zumindest... Versteck mich jetzt einfach in der Hoffnung, dass das reicht. Okay, es reicht noch nicht. Und wir überhitzen sie nochmal. Ich weiß, es ist ein bisschen fies, aber jetzt hat sie erledigt. So, dich überhitzen wir auch einmal ganz kurz. So, ist mir jetzt auch egal. Ich sterbe jetzt eh gleich wieder. Ich werde jetzt hier einmal kurz weglaufen. So, hier, ihr werdet jetzt einmal kurz ausgeschaltet. Komplett. Habe ich gerade gar keinen Bock mehr drauf. So, jetzt mal ganz kurz mal gucken. So, ich will nur die Kameras ausschalten. Der Rest ist mir gerade egal. Was haben wir denn jetzt hier gerade für Granaten drin? Immer noch die Blendgranaten, ne? Dann nehmen wir doch die jetzt hier einfach wieder. Dann gucke ich einfach mal, dass ich da was reinwerfe. Und da was reinwerfe. Und mich dann kurz wieder verpiesel. Oh Mann, ey, das ist echt ein bisschen nervig hier gerade. Oh.
Okay, so, stirb, stirb. Danke. Ja, ja, halt die Klappe. Oh, fies, ey. Was, also momentan ist die PlayStation ganz schön überfordert mit dem Scheiß hier. Beziehungsweise mit mir. Okay, so, jetzt sammeln wir das hier einmal ein. Und ich habe halt auch das Gefühl, dadurch, dass ich das alles hochgestellt habe, von der Belichtung her, ist das halt hier ein bisschen tricky gerade. Ich werde nochmal eben schnell das wieder runterstellen, weil es tut mir leid, auch wenn das für euch dann echt blöd vom Gucken her ist, aber es ist für mich auch einfach übel. Und wir bleiben mal auf, wir machen mal 95, ich hoffe das geht. Aber das rauscht sonst so massiv und ist so oll. Oh, einfach mal so ein Ding da reingeworfen. Ja, komm, Tibi, halt die Klappe. Schieß einfach. Danke. Mach ihn alle. Oh nein. Oh, es ist doch nicht wahr. Okay, Leute. Ich lade... den, aber ich habe da keinen Bock drauf. Ich mache den jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Das stresst mich. Wir machen einen anderen Auftrag. Der bleibt liegen. Ich habe sehe ich da gerade gar nicht ein. Nö. Da bin ich jetzt sickig. Das will ich nicht. Da will ich nicht weitermachen. Ich möchte was anderes tun. Das frustriert mich nur. Es macht mich aggressiv und da habe ich gerade keine Lust drauf. Das ist blöd. Da suchen wir uns jetzt lieber was Schöneres raus. Weil das ärgert mich nur. Das macht mich sauer. Das möchte ich nicht. Nein, das will ich nicht. Okay. So. Lade schneller. Ich möchte einen anderen Auftrag machen. Los. 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 Lade. Wir suchen uns jetzt einfach einen anderen Auftrag raus. Ich habe da tatsächlich gerade nicht so viel Motivation zu, mich weiter mit denen anzulegen. Deswegen machen wir jetzt einen anderen. So, da. Nö. Auftragsklasse. Haben wir da noch ein Auto? Noch ein Fahrzeug. Warte mal, wir machen mal kurz das so. Das ist sehr hoch. Das ist ein Auto. Auch ein Auto ist mittel. Mittel hoch. Okay, wir probieren uns mal an dem da. Wenn der auch nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Dann machen wir irgendwas ganz anderes. Das überlege ich mir dann noch. Aber der da, nö, das ist mir jetzt. Nö. Das, da bin ich jetzt. Habe ich auch keine Lust mehr. Oh, ups. Da habe ich jetzt aber auch tatsächlich dann keine Lust drauf. Da bin ich jetzt nö. Nö. Einfach nö. Ne? Ihr wisst schon. Weil ist so. Einfach nö. So. Was haben wir denn hier? Bring mir den Kopf. Oh Gott. Was? Gustavo Orta und Martha Frakes. Pista del Reis Version von Romeo und Julia. Du kennst die Geschichte. Diese ist auch nicht anders. Martha liegt im Koma und ihr Vater will, dass Gustavo dafür bezahlt. Jetzt kommst du ins Spiel. Schnelle Bezahlung, Infos anbei. Okay, dann zeig mal her. Was sollen wir tun? Okay, die Welt ist auf bestimmten Regeln aufgebaut. Regeln, die nicht einfach aus dem Nichts, sondern aus dem Blut und den Fehlern unserer Vorgänger entstanden sind. Diese Regeln sollen uns beschützen, aber die jungen Leute setzen sich über sie hinweg. Sie glauben, dass sie etwas Besonderes sind, dass für sie nicht dieselben Regeln gelten und sie ihr Schicksal selbst herausfordern dürfen. Martha Frakes glaubt das ebenfalls und nun liegt sie mit einem Einschussloch im Kopf im Koma. Auf der Straße heißt es, das wäre ihre Strafe dafür, Familie im Stich
zu lassen. Das Mädchen hat sich von ihrem eigenen Vater, Nolan Frakes, abgewandt, um gemeinsame Sache mit dem Feind Gustavo Horta zu machen. Aber was auf der Straße gesagt wird, spielt keine Rolle. Zumindest für Nolan. Er glaubt, dass allein Gustavo die Schuld für das Schicksal seiner Tochter trägt. Erfüllen wir einem Vater seinen sehnlichsten Wunsch nach Rache. Schließlich bezahlt er dafür. Geh zu Gustavos Apartment und rechne mit ihm ab. Um Autosierung brauchst du dich nicht zu kümmern. Mein Netrunner hat dafür gesorgt, dass du keine Probleme kriegst. Und übrigens, falls du es noch nicht kapiert hast, Gustavo gehört zu den Valentinos. Nolan zur Sixth Street. Bleib wachsam. Bleib wachsam da draußen. Okay. Gut. Dann, lass mich mal rein. Was willst du? Ja. Macht ihr mal hier. Macht ihr mal. Regt euch mal auf. Achso, das ist auch schon wieder so ein Valentino-Ding. Ich würde gerne zu den Apartments hoch. Puh, 32. Stock. Das dauert wahrscheinlich eine ganze Weile. Ah ne, doch, ich ging schnell. Okay, da soll ich also rein. So, dann machen wir die Tür auf. Gewaltsam öffnen. Kann ich noch nicht. Gut, dann denke ich, gibt es hier bestimmt auch noch, wie bei allem anderen, auch noch mal einen anderen Weg. Wir probieren das mal. Ja, sehr gut. Also ich weiß auch nicht, ob das so sehr gut ist, ob wir von hier aus weiterkommen. Naja, aber hier gibt es zumindest ein paar coole Sachen. Das ist gut. Es muss ja da noch einen Weg rauf geben. Oder rein, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder anscheinend auch nicht. Doch hier. Doch da. Wer bist du? Okay, wir breachen dich einmal. So. WD 7 Alpha 7 Alpha. Geht nie. WD 7 Alpha 7 Alpha 55 1 Charlie WD. Das müsste gehen. So. Check. Dann haben wir das zumindest schon mal. Okay, so. Gucken wir mal, was hier so geht. Oh, ich fall bestimmt gleich auf. Aber egal. Okay, so, gucken wir mal, was wir hier so rauskriegen. 1C, 1C. BD. Ja. BD. 1C. So. Sehr gut. Ich jetzt da um die. Ne, das ist was anderes. Und tschüss. So, ihr habt mich gar nicht gesehen. Liegt doch nicht. Perfekt. So, da ist auf jeden Fall einer. Dann ist da noch einer. Und irgendwo ist noch einer. Okay, wir nehmen uns jetzt erstmal kurz die Sachen hier mit. Und dann würde ich den gerne... Kann ich den damit ablenken? Was zum Fick, sagt er. Ja, du bist ja auch, ey. Por aquí.
Ich habe so viele davon, ich sollte die halt auch mal benutzen, ne? Ach, das sind immer noch die Blenddinger. Oh, die sollte ich vielleicht, warte mal, austauschen gegen die. Okay. Ach, hallo, wo kommst du denn her? Zack, weg. Einmal kurz selber aus dem Weg. Ja, perfekto. So. Ja, okay, das war also nicht so gut. Komm raus. Ich seh dich. Au. Au, oh. Hier kommen noch ein paar mehr, das ist nicht so cool. Gut, dann will ich mich hier einmal... Ach, da, guck mal. Ja, komm her. Komm her. Ja, es war aber auch fast klar, dass man hier nicht so mega leise durchkommt. Hätte ich mir eigentlich denken können. Was bist du? Du bist doch... Ach, habe ich dich nicht ausgeschaltet? Du, schnell irgendwo verstecken. Na, komm hoch. Oh, der ist fies. Der ist richtig fies. Komm rauf. So. Und komm rauf. Okay. Check. Okay, die anderen sind alle unten. Das sind die... Genau. Das nehmen wir einmal alles mit. So, was haben wir hier? Gustavo und Carubo. Es gibt ein Problem. Du hast gehört, was passiert ist? Die Pendejos von der Sixth Street. Was ist mit denen? Finde sie und danke ihnen für mich. Ich bezahle gut. Warum fragst du mich? Kann meine Leute nicht da reinziehen. Hab gehört, du hattest früher ein Talent fürs Bedanken. Ist doch so, oder? Stimmt schon. Früher mal. Du willst pokern? Gut, doppelte Bezahlung. 2x0 ist immer noch 0. Willst du einen Privatkrieg mit Sixth Street? Du hast den Falschen gefragt. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal das ein. Weil unten ist nämlich jetzt auch noch einer. Den müssen wir dann gleich nochmal erledigen. So, was haben wir denn hier? 55. Alpha 55. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir es gerade vorstelle. 55. Ja, perfekt. Okay, so. Das hier. Ist das die Tür raus? Ja, das ist die Tür raus. Okay. Supi. Jetzt will ich hier aber erstmal noch den Scheiß einsammeln. Bevor ich hier verschwinde, weil es gibt ja doch ein bisschen Krempel hier gerade. Der gar nicht so schlecht ist. Sollte man alles mal mitnehmen. So. Ein Teil davon kriegen wir auch verkauft. Bestimmt. Hier war ja auch noch ein bisschen Geld. Perfekto. Genau, schön nach. Sofortbestellung. Was ist denn Sofortbestellung? Brauche mehr Stoff auf der Straße und als Vorrat im Lagerhaus. Vista trocknet langsam aus. Wir brauchen das Zeug. Keine Ahnung, was als nächstes passiert. Gustavo trauert. Noch wegen dem, was die Sixth Street Arschlöcher seiner Frauen getan haben. Vielleicht ist der Krieg bald endlich vorbei. Ja, warten wir es ab, ne? Warten wir es ab. Oha, hier liegt ja eine Menge Krams rum. Sehr schön, sehr schön. So, dann können wir den mal benutzen und mal gucken, was da so drin ist. Nachrichten.
Dein Auto. Ich gebe zu, wir hatten erst keine große Hoffnung mit deiner Karre, aber irgendwie haben wir es geschafft, dir neues Leben einzuhauchen. Hast du einen Schrotthaufen in einem militärischen Atomtestgelände gefunden, Amigo? Jedenfalls haben wir den Kühler ausgetauscht, bisschen an der Karosserie rumgedoktert und kugelsicheres Glas in die Heckfenster eingesetzt, wie du wolltest. Du kannst ihn 2 Tagen abholen. Okay, so. Dann ziehen wir auch da mal noch was Gutes raus. So. Guck mal, ob wir das sehen. Nehmen wir mal das. 1, C, F, 55. So. Ja, das war, glaube ich, die sauberste Lösung da gerade. Oh, hier ist so viel. Was für Bettdeppert. Yay! Ach, wie schön. So viel Krams hier. So viel toller Krams. Viel Alkohol, den wir... was backst du denn da so rum? Sieht aber nicht schön aus. Was du da tust. Okay, genau. Hier ist noch ein bisschen was. Und da ist noch ein bisschen was. Der hat auch noch ein bisschen was für uns. Hier steht auch noch ganz viel Krams rum, den wir dann verkaufen können. Ich denke, wir werden uns demnächst auch nochmal irgendwie ein neues Motorrad kaufen. Einfach nur, weil wir das Geld eh übrig haben. Komm, gib mir das Geld. Ich will den Eddie. Und das nehme ich. Und das nehme ich auch. Und hier ist noch ein Tracker, den nehmen wir mit. Und ja, das nehmen wir auch mit. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Ich glaube, das war's soweit. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hoch. Ich überlege gerade, gibt es da hinten einen anderen Weg raus? Können wir das mal kurz testen? Vielleicht können wir ja hier hinten nochmal irgendwo... Ach, guck mal. Können wir hier hinten nochmal irgendwo anders lang? Ich glaube, wenn ich da runterfalle, dann bin ich tot, ne? Gibt's hier noch irgendwo einen Weg runter? Ich glaube, das sollte ich vielleicht nicht austesten, oder? Ich glaube nicht. Gebäude verlassen. Ne, komm, wir nehmen mal den normalen Ausgang. Sicher ist sicher. Ich steck mal die Waffe kurz weg. Ich denke, dass wir ja trotzdem an den Typen nicht so entspannt vorbeikommen. Das waren ja die, die unten standen. So, einmal raus hier. Ach, guck mal. Was haben wir denn hier noch Feines? Ach, Mensch. Nett, nett. Jetzt gibt's mir. Hier sind ja auch noch... Ach, schöne Sachen. Schöne, viele Sachen. Was haben wir hier? Noch ein archiviertes Gespräch. Okay. Gustavo, hab gehört, was passiert ist. Wir beten für dich, Amigo. Wir halten ein Messer für Martha, eine Messe für Martha ab, um Gott um eine schnelle Genesung zu bitten. Ihr betet für mich? Danke. Ich weiß nicht, was du sonst noch brauchst, aber ich hab die Jungs... ich und die Jungs sind jederzeit für deinen Anruf und wir sind bei dir. Okay. Ja. Das waren bestimmt die Jungs, die wir hier gerade zermatscht haben. Ist da irgendwas Interessantes auf dem Rechner? Hallo? Gucken wir mal, ob wir da irgendwas Interessantes noch haben. Nee. Oh doch, was ist denn Augen auf M? Ceresa, das ist ein schönes Ding. Geht ums Krankenhaus. Weißt schon welches. Ich brauche 24 Stunden Überwachung und zwar sofort, falls irgendein Wichser von Sixth Street versucht, in Ms Zimmer zu kommen. Einer der Pfleger ist mein Cousin José. Er bringt dich durch zur Küche. Das Netz ist bestimmt gut abgeriegelt, aber das sollte für einen Datenkrieg kein Problem sein. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ne. Okay. Okay. Ja, dann sollten wir wohl gehen. Ach so, mit der Leiche. Hm, alles klar. Ich war schon kurz irritiert. Ich dachte gerade, hä? Was? Ich soll die Leiche einfach mitnehmen. Macht ja auch Sinn.
Ah, hier war der Ausgang. Okay. Ja, das wird wohl nicht so einfach, denke ich, da unten gleich. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. So, ich fahr mal runter auf die Straße. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir hier so simpel mit einer Leiche da durchmarschieren können. Ja, anscheinend schon. Ja, cool. So, dann da rein. Einmal hinein und dann hat sich das auch schon erledigt und wir verschwinden kurz. Perfekt. Ein weiterer Sünder ist genau da, wo er hingehört. In einem Kofferraum. Gustavo hat bekommen, was er verdient. Vielleicht nutzt er ja die Zeit, seine Taten zu überdenken, ehe der Kofferraum sich wieder öffnet. Unser Vertrag ist damit erledigt. Ich glaube, er überdenkt nichts, weil er ist tot. Okay, so, was haben wir denn als nächstes? Was haben wir denn jetzt hier noch so auf unserer Liste? Relativ viel tatsächlich. Das ist ein Auto. Sehr hoch machen wir nicht. Auf euch habe ich gar keinen Bock. Das ist auch hoch. Das ist ein Auto. Mittel. I fought the Lord. Schriftlich. Ah, genau. Das war die eine Nebenmission, die wir noch haben. Das war ein Auto. Unentdeckt. Guck mal, dann lasst uns doch die da mal machen. Wir fahren da jetzt direkt nochmal hin. Einfach mal, um zu gucken, was das ist. Und dann gucken wir mal, ob wir die noch in diesem Part machen oder erst im nächsten. Und dann arbeiten wir uns hier mal weiter durch. Wie gesagt, ich weiß, viele finden es wahrscheinlich langweilig, aber für mich gehört das halt zum Spiel mit dazu. Und ich habe da halt gerade Bock drauf, die Karte ein bisschen aufzuräumen und die Sachen da zumindest schon mal runterzunehmen. Einfach, dass es ein bisschen übersichtlicher wird und wir uns dann völlig entspannt hoffentlich den anderen Nebenmissionen und dann im weiteren Verlauf auch wieder der Hauptstory widmen können. Und ja, so wie ich das nämlich gehört habe, ist es in diesem Spiel so, dass wenn man die Hauptmission beendet hat, die Hauptstory, dann ist das Spiel zu Ende. Und dann gibt es kein, wir kommen wieder zurück nach Night City und können weiterspielen. Nein, es ist dann vorbei. Und darauf habe ich, wie gesagt, das möchte ich halt nicht. Und also, wir können keine Palme rauffahren mit dem Motorrad. Ich wollte aber eigentlich da vorne rauf. Ach komm, ey. Lass einfach gut sein. Und da habe ich halt, wie gesagt, nicht so viel Lust drauf, dass wir dann das alles verloren haben oder nicht gemacht haben. Und okay. Hallo, Dino. Jo, wie? Mein Kunde Larry Fangorn sagt, sein Partner Adam hat ihn aus dem Geschäft gekickt. Der Club heißt Empathy. Larry will wieder einsteigen. Und du wirst ihm helfen, okay? Tja, was soll ich sagen? Die Clubbranche ist eben ein Fleischwolf. Infos anbei. Okay. Sabotage. Oh Gott. Trifft sich mit Adam Ibrahimovic und Larry Fangorn. Adam ist der Bösewicht Larry, unser Klient. Vor langer Zeit machten zwei Freunde einen Club namens Empathy auf. Das Geschäft nahm schnell Fahrt, auf die Eddie strömten rein. Sie wurden beliebt und massenweise junge Frauen umschwärmten sie. Doch eines Tages liefen die Dinge nicht mehr so glatt und es stand eine Frage im Raum. Wessen Hand greift zu tief in die Kasse? Erst Adams oder Larrys? Beschuldigt wurde unser unschuldiger, naiver Larry. Und was macht Adam? Er ändert den Zugriffscode des Clubs, macht ein paar zwielichtige Deals und heuert Animals als Rausschmeißer an. Wärst du an Larrys Stelle nicht auch angepisst? Hier ist deine Aufgabe. Du brichst ins Empathy ein, lässt den Virus aus dem Anhang in ihr Subnet und bringst die Geschäfte im Club zum Stehen. Solange Adam seinen einen Freund Larry nicht wieder mit offenen Armen empfängt, kommt das Empathy auf keinen grünen Zweig mehr. Klingt nach einem Kinderspiel, oder? Solange du das still und leise erledigst und es keine Zeugen gibt, sind alle zufrieden. Okay, hört sich an, als würde das etwas sein, was bei mir nicht mal eben so schnell vonstatten geht. Deswegen werden wir das Ganze erst im nächsten Part angehen. Und ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann werden wir uns weiter diesen ganzen, ganz tollen Nebenaufträgen widmen, die wir haben. Und ja, dann haben wir hier noch eine ganze Reihe an Nebenmissionen, die wir auch noch machen wollen.
Und wie gesagt, die Aufträge, die wir hier noch zu erledigen haben. Wie gesagt, ein paar sind da ja leider so, dass die ein bisschen buggy sind. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Wie gesagt, und dann widmen wir uns hier noch den Nebenmissionen und dann geht's hier weiter mit der Hauptstory. Okay, ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Tschüss.